Ja, grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Helmut Ertl ist mein Name. Ich bin der Geschäftsführer der Volkshochschule Vaterstetten und ich begrüße Sie zum nächsten Livestream unserer Volkshochschule, der heute mal ein angenehmes Thema hat. Also angenehm vielleicht nicht, aber mal ein anderes Thema wie das Thema mit dem C. Sie sehen es hier hinter mir vielleicht oder vielleicht ist es auch schon eingeblendet, weiß ich nicht. Gesellschaft und Landwirtschaft, warum versteht man sich nicht mehr? Ich bin sehr froh, dass wir den Martin Lechner gewinnen konnten, dass er diesen Vortrag hier für uns hält. Der Martin Lechner war, wir haben uns kennengelernt am 5.3.2020. Das war in der Zeitrechnung vor Corona, da war die Welt noch in Ordnung. Und da haben wir uns unterhalten über das Thema Wald. Und er hat hier, ja, kann man ruhig sagen, als Landwirt und als jemand, der von Forstwirtschaft Ahnung hat, als Experte mitgewirkt in der Diskussionsrunde und er wird sich gleich noch vorstellen, was er in seinem Leben so gemacht hat und warum er uns diesen Vortrag hält. Ich kann nur sagen, durch Corona sind diese ganzen mega wichtigen Themen sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt und das nimmt langsam zu, dass ich so den Eindruck habe, dass viele Dinge uns entgleiten. Also uns ganz persönlich als Volkshochschule entgleiten viele Dinge in der Arbeitswelt. Also wir arbeiten, seit wir jetzt den Semesterbeginn wieder aufgenommen haben, ja, also gefühlt fünfmal so viel, weil wir jeden Tag ununterbrochen Dinge ändern müssen, wegen diesen Inzidenzwerten. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht mehr aussprechen. Aber es ist halt so, es ist die Realität, der wir uns stellen müssen und dabei gehen ganz, ganz viele Dinge verloren. Es ist nämlich in letzter Zeit, im letzten Jahr oder in den letzten Jahren sehr viel passiert und vor allen Dingen ist es so, aus meiner Sicht jedenfalls, ich wohne in Oberframmern auf dem Land, wir sind von Landwirtschaft umgeben und leben in der Landwirtschaft und in letzter Zeit ist was passiert, was aus meiner Sicht ein bisschen komisch ist. Die Bauern sind ja, zu Prügelknaben geworden in ganz, ganz vielen Angelegenheiten, ja, sei es rettet die Bienen, was ja im Grunde genommen eine gute Sache ist, hat sich auch viel getan, aber die Art und Weise, wie es angegangen ist, das war etwas, naja, nicht so fein. Dann Dünge, dann Genlandwirtschaft, dann Tierhaltung und. Ja, es ist also ein Berufsstand, der gesellschaftlich sehr stark unter Druck gerät und ich habe den Eindruck, vor allen Dingen von akademischer Stadtbevölkerung stark unter Druck gerät. Das war jetzt ein bisschen abschätzig vielleicht gesagt, aber so meine ich es auch ein Stück weit. Und der Vortrag, der jetzt heute Abend kommt, drückt vielleicht einiges gerade, denn wir sollten uns mal eins überlegen, die Leute, über die wir reden, die produzieren unsere Lebensmittel. Und vielleicht sollten wir einen Weg finden, dass wir mit den Lebensmittelproduzenten, die uns unter anderem in dieser sogenannten Corona-Krise nämlich sichern, dass wir was zu essen haben und was zu trinken, was Vernünftiges, sollten wir vielleicht auf Augenhöhe begegnen. Und ja, ich bin jetzt ganz gespannt darauf, auf den Vortrag. Ich habe bereits im Vorfeld, da wir hatten Anmeldungen, die hier live herkommen wollten, die Leute, die haben mir jetzt alle oder einige gesagt, sie kommen jetzt aufgrund der Zahlen nicht her, schauen aber von zu Hause aus zu und ich hoffe, dass ganz viele andere Menschen das auch tun. Ich habe schon einige Fragen vorab erhalten. Danke dafür und ich rufe Sie nochmal auf, wenn der Herr Lechner jetzt seinen Vortrag gehalten hat, machen wir eine kurze Umbauphase, dauert nur 2-3 Minuten, bleiben Sie bitte dran, holen Sie sich dann ein Cola oder ein Bier oder ein paar Salzstangen zum Knabbern und dann diskutieren wir mit Ihnen oder möchten die Fragen beantworten. Stellen Sie im Live-Chat diese Fragen. Ich habe dann meinen Computer hier auf so einem kleinen Stühlchen und sehe, wenn Sie live vor Ort mit die Fragen stellen. Vielleicht noch jetzt eine kleine Anmerkung. Der Vortrag wird so ungefähr dreiviertel Stunde dauern. Wenn Sie Verständnisfragen haben, wäre es mir sehr recht, dass Sie die sich merken und dann im Live-Chat die Fragen stellen und ansonsten klären wir die dann danach. Ja, und jetzt freue ich mich auf den Vortrag und darf Sie nach vorne bitten. Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Ertl, für die Einleitung und Worte. Für mich ist es auch ungewohnt, in einem Live-Chat zu sprechen, aber ich denke, das kriegen wir jetzt schon hin. Ich wollte
oder mein Anliegen ist es einfach, dass man das ein bisschen näher bringt, um, wo die Probleme sind in der Landwirtschaft. Und ich hoffe, dass ich auch alle Fragen, die gestellt werden oder vielleicht im Vorfeld auch schon in meinem Vortrag, dann richtig beantworten kann. Ja, zu meiner Person ganz kurz. Ich heiße Martin Lechner, bin mittlerweile 65 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 4 Kinder, meine Frau und ich. Ich war ein bevölkerungspolitischer Spätstarter, habe erst mit 48 geheiratet. Deshalb haben wir noch so junge Kinder zwischen 11 und 17 Jahren. Ich bin seit 1975 Landwirt auf unserem elterlichen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Ich war dann relativ schnell schon Nebenerwerbslandwirt, bin 15 Jahre Geschäftsführer des Maschinenringes Ebersberg gewesen. Dann hat mich ein Headhunter abgeworben und habe dort eine Firma aufgebaut, die Süddeutsche Truthahn AG. Die haben wir dann im Laufe der Jahre in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und habe damals auch den Pudenschlachthof in Ampfing, ist mittlerweile der einzige Schlachthof, können wir vielleicht auch noch mal darüber diskutieren, der einzige Pudenschlachthof im Umkreis von 500 Kilometern, da ist nichts mehr da. Das waren früher eine Vielzahl, also es hat in Hessen welche gegeben, ich zähle jetzt in dem Fall Sachsen auch noch zu Süddeutschland, in Sachsen hat es welche gegeben, ist in Baden-Württemberg die größten Anlagen, gibt es alle nicht mehr. Der einzige, den es noch gibt in der weiten Gegend, das ist der Schlachthof in Ampfing. Das ist auch ein Problem, weil halt dadurch die Tiere auch größere Transportstrecken in Kauf nehmen müssen. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Ich war auch in diesen 10 Jahren Vorsitzender der deutschen Putenerzeuger. Ich habe dadurch in ganz Deutschland kennengelernt, von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein bis runter nach Bayern, wo die Probleme sind, war dann auch im europäischen Verband dabei und hat man auch das gesehen, was in Italien, in Frankreich oder auch in Schweden da geboten ist. Ja, ich bin auch politisch engagiert seit vielen Jahren. Also ich bin jetzt seit 42 Jahren Kreisrat bei uns im Landkreis Ebersberg und dort stellvertretender CSU-Fraktionsvorsitzender. Ja, das ist jetzt ein Foto, das habe ich zum Einstieg auch gebracht. Das ist jetzt der Blick von unserem Schlafzimmer aus auf unsere Pferdekoppeln. Wir haben also bei uns im Betrieb jetzt Offenstallhaltung für Pferde, im momentan etwa 25. Die Tiere können ständig aus- und eingehen, also wie sie es wollen. 7 Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag gehen sie entweder in den Stall rein oder sie gehen auf die Weide, wie sie es gerade gern hätten. Das ist vielleicht auch eines der Themen, das viele Leute ein bisschen ein Problem haben. Die sagen ja, die Bauern, die wohnen wie Fürsten, ganz allein auf ihren Betrieben, haben Riesenhäuser und tolle Aussicht und ich wohne im 4. Stock drum auf 70 Quadratmeter. Und dass da gewisse Begehrlichkeiten oft mal entstehen, das sehe ich schon auch so, aber man muss immer so sehen, das ist ja, ich habe das von meinen Großeltern, von den Urgroßeltern, Großeltern, Eltern bekommen und mein Ziel ist es und muss es auch sein, dass ich meinen Kindern den Betrieb mindestens in der Größe übergeben, wie ich ihn bekommen habe, eher noch, und so muss das Ziel sein, etwas moderner, etwas noch vorwärts gerichteter. Und das ist bei den, ich sage bei 90% der Landwirten ist es das auch das Ziel, dass sie ihren Betrieb und ihren Status als Landwirt erhalten und diese Arbeit auch weiterhin so machen können. Ja, über was möchte ich heute reden? Ein bisschen über die Entwicklungen. Was ist denn passiert in der letzten Zeit? Warum protestieren die Bauern? Warum fahren sie zu Tausenden mit den Traktoren von Traunstein nach Berlin, um zum Demonstrieren? Was hat es mit der Düngeverordnung auf sich? Was ist eigentlich ein Mercosur-Abkommen? Das werden die wenigsten wissen. Die Bauern kennen sehr gut, wo das Problem ist. Ich möchte auch über das Artenschutzgesetz Rettet die Bienen sprechen. Dann ist immer wieder die Diskussion natürlich auch, warum stellen denn nicht alle Bauern um auf Bioprodukte? Dann die ganzen Problemfelder, die es in der Landwirtschaft gibt, vom Kükenschreddern bis hin zum Schnabelkürzen oder auch zu der Anbindehaltung bei den Kühen.
Und aber ein bisschen ein Ausblick und was kann man eigentlich tun, was kann der Einzelne tun, was kann die Politik tun. Und zum Schluss habe ich dies noch hingeschrieben, Witze, das ist der letzte Punkt. Ich hoffe, dass Sie alle dann bis zum Schluss noch dabei sein und wenn es der Vortrag nicht ist, vielleicht dann die Hoffnung, dass Sie mindestens einen oder zwei neue Witze bekommen, wenn es im Livestream sonst das nicht so interessant ist vielleicht. Ja, ein bisschen was zur Entwicklung der Landwirtschaft. Nehmen wir mal ganz oben in der ersten Zeile in Bayern. 1960 gab es in Bayern über 350.000 Bauern. 2017 waren es bloß noch 106.000. Mit ständig fallender Tendenz in den letzten Jahren geht es horrend schnell. Im Landkreis Ebersberg hatten wir 2010 noch 925 Tierhalter. 2016 waren es bloß noch 625. Also das ist praktisch um ein gutes Drittel abgeschmolzen und geht immer noch rasanter dahin. In meinem Heimatdorf, ich komme ja aus Strausdorf, wie ich den Hof übernommen habe, als ich den Hof übernommen habe, 1975, hatten wir in unserem kleinen Dorf Strausdorf 42 Milchviehbetriebe. Jetzt, 2020, sind es noch 6. Und einer hört jetzt dann auch noch auf. Und das ist eine Entwicklung, die letztendlich unser ganzes Dorf auch betrifft. Weil man muss mal so sehen, das wird wahrscheinlich bei Ihnen in Vaterstetten nicht viel anders sein, aber schauen Sie mal, bei uns, nehmen wir gerade die Feuerwehr, bei uns sind die Bauern in der Feuerwehr, die sind unter dem Tag da gewesen, da waren immer alle da. Jetzt ist fast keiner mehr da, weil sie immer irgendwo in die Arbeit gehen und es ist fast niemand mehr da unter der Woche, unter dem Tag, der dann tatsächlich auch sich die Zeit nehmen kann für Einsätze. Also diese Entwicklung ist schon... Also für mich zumindest ist es erschreckend, weil auch so viel an Kultur und an Kulturlandschaft verloren geht mit sowas. Es werden die Flächen immer größer, ist ja ganz klar. Ich komme dann später auch nochmal drauf, was das auch für die Probleme mit sich bringt. Dann vielleicht ganz kurz zum Selbstversorgungsgrad in Deutschland. Sie sehen also die großen Säulen da, das ist Fleisch, Milch, Kartoffeln, die also da mal gut über dem sind, was selbst verbraucht wird, aber bei vielen Produkten, wie bei Getreide, Obst zum Beispiel, auch Honig ist es nicht so, aber auch beim Gemüse und Getreide ist es nicht so, dass da bei uns die Welt offen wäre, sondern das ist schon so, dass da tatsächlich wir gerade so viel produzieren können, wie bei uns in Deutschland verbraucht wird. Ich habe früher mal in meinem Vortrag noch mit drin gehabt, da gibt es einen, wird die wenigsten von Ihnen wissen, noch einen Leo von Caprivi. Das hat mir ein alter Vaterstettner mal erklärt gehabt, der Dr. Josef Schmidt, der war eigentlich der letzte Güteradministrator bei der Finkschen Gutsverwaltung. Und der hat mir, weil ich gesagt habe, wie ist denn das eigentlich gegangen, dass der Baron Fink die ganzen Güter, die er wie eine Perlenschnur oder Perlen rund um München aufgereist kaufen konnte, warum er es gemacht hat. Sagt er, das war damals die Zeit zu Leo von Caprivi, deutscher Reichskanzler, war das so, der hat die Zölle wegfallen lassen. Also das heißt, man ist darauf auf die Industrialisierung Deutschlands gegangen, man hat alles getan, damit der Maschinenbau in Deutschland stark geworden ist und das hat man zu Ungunsten der Landwirtschaft die Zölle geöffnet, damit Deutschland exportieren könnte. Die Idee damals war, wir ernähren uns aus den Kolonien, wie es die Engländer ja auch damals schon vorgemacht hatten. Das ist dann relativ schnell schiefgegangen, die Bauern sind alle pleite, viele, viele pleite gegangen. Und der Dr. Schmidt hat mir erzählt, der Baron Fink, den haben sie immer alle ausgelacht zu der damaligen Zeit, wie er die gekauft hat. Weil ich sagte, wie kann man so idiotisch sein, in der heutigen Zeit noch in die Landwirtschaft auch nur eine Mark zu investieren. Und er hat es trotzdem gemacht und eigentlich hat ihm die Zeit recht gegeben, weil ein paar Jahre drauf, also 1914 ist dann schon losgegangen, wo Lebensmittel knapp worden sind und das hat sich dann durchgezogen, muss man auch mal ganz klar sehen, bis in die 50er Jahre hinein. Erst dann ist es etwas aufwärts gegangen, nach den römischen Verträgen. Ja, und wo haben wir heute das Problem? Da gibt es einen Blogger bei einem Bauer Willi. Der hat es im Landfrauentag in Grafing heuer gesagt, das Problem ist, die Leute mögen zwar die Bauern, aber nicht die Landwirtschaft. Und das ist eigentlich untrennbar miteinander verbunden. Und das ist auch eine der Schwierigkeiten, die wir zu bewältigen haben. Und wenn Sie denn das sehen, jetzt geht es ja immer weiter, die Bauernproteste,
in München, in Berlin, in Nürnberg, in Augsburg, sogar in Klostersee und unten, wie die CSU-Fraktion getagt hat damals, sind die Bauern zum Protestieren gekommen. Sie fahren mit Tausenden von Land, Maschinen und Traktoren und protestieren. Sie machen das nicht aus Spaß, weil sie zum Teil also stundenlang unterwegs sind, weil sie zum Teil die Traktoren, gerade wenn sie nach Berlin mit Tiefladern da rauffahren, nur um da die Stärke zu zeigen. Es ist mittlerweile so, dass es wirklich ans Eingemachte geht und das ist wirklich nur noch die pure Existenzangst, die viele Bauern haben. Die Politik hat dann auch ein bisschen darauf reagiert und da sind dann ein ungeliebtes Geschenk ist in der Zeitung so gestanden, diese Bauernmilliarde, die Bauern eigentlich gar nicht haben wollten. Sie wollten eigentlich nur eins, mit dem Ziel der Proteste war, dass sie eine faire Düngeverordnung bekommen, dass sie fair behandelt werden, dass man mit ihnen das Leben lässt, und zwar so, dass sie auch im europäischen Konzert mitspielen können. Das ist, und nicht nur im europäischen, sondern auch auf dem Weltmarkt. Es ist einfach so, dass wir bei uns nach der europäischen Grundeinstellung und den Verordnungen, wir kann in Deutschland niemand aufhalten, nach Deutschland Waren reinzuliefern, Lebensmittel reinzuliefern, ganz egal, ob er die mit Massentierhaltung erzeugt hat, ob er die mit tierquälerischer Haltung erzeugt hat. Es kann reingeliefert werden und es kann verkauft werden. Und es ist auch so, dass es auch gekauft wird. Und das ist eine der Probleme, die die Bauern haben. Eigentlich wollten sie nur eine faire Düngeverordnung haben und dann hat man gemeint, also das machen wir so wie immer, da geben wir mal eine Milliarde. Wenn man sich dann anschaut, was da für den Einzelnen rauskommt, dann ist es praktisch gar nichts. Also das ist äußerst schief gegangen, das Ganze. Ja, zur Düngeverordnung vielleicht ganz kurz was, dass Sie ein bisschen wissen, um was es da geht. Grundsätzlich ist es so, und da sind wir uns, denke ich, alle einig, muss sauberes Trinkwasser für alle die oberste Priorität haben. Auch für die Landwirte und auch die Landwirte, die wissen das. Das Interessante bei uns in Bayern ist, das Landesamt für Umwelt hat 2017 einen Bericht rausgegeben über die bayerische Trinkwasserqualität. Es sind bei uns nur 3% des geschöpften Rohwassers liegen über den Schwellenwert von 50 Milligramm je Liter Nitrat. Und das Interessante ist auch, wir haben zum Beispiel bei uns im Landkreis Ebersberg nicht eine einzige Nitratmessstelle. Gar keine. Und das ist also ein Thema, das die Bauern auch so sauer aufstößt, weil die ganz klar sagen, in Österreich gibt es das 40-fache an Messstellen, wie es in Bayern ist, ein dichtes Netz davor. Sie haben auch ganz spezielle Messungen in verschiedenen Tiefen, wo gemessen wird, und die melden dann den Durchschnittswert aus diesen Messungen, haben die nach Brüssel gemeldet. Bei uns in Deutschland haben sie das ganz anders gemacht. In Deutschland sind die schlechtesten Werte gemeldet worden. Und dann hat man sich gewundert, dass bei uns auf einmal da alles rotes Gebiet ist. Wir haben zum Beispiel in Brandenburg, da glaube ich, haben sie eine Messstelle gehabt und die war schlecht. Und damit ist ganz Brandenburg zum roten Gebiet geworden und haben extremste Vorschriften bekommen, was sie da machen wollen. Ja, die Bauern sind sich auch einig, dass das klar, was getan werden muss, wo ein Problem ist. Aber es kann nicht sein, dass man eine Düngeverordnung über alle drüber stülpt, obwohl unter Umständen gar nichts ist. Also bei uns ist mit Sicherheit nichts. Das kann ich ja da meine Hand dafür ins Feuer legen. Und die Verordnung ist erst seit 2017 in Kraft. Das ist nur noch das Nächste, was wir bisher gehabt haben. Das sind 3 Jahre. Wenn man weiß, wie langsam oder wie lange das dauert, bis heute da Werte erkennbar sind, ob sie irgendwas verbessern oder nicht, dann ist es überhaupt nichts. Und es ist viel zu früh, damit man schon wieder angefangen hat, das Ganze nochmal zu verschärfen. Trinkwasser wird bei uns von den Wassermärkten. Ja. Ja, ja. Ich komme dann auch noch drauf, wie das gemacht wird, die Nitratwerte. Ja, dann vielleicht zur Düngeverordnung, da ist ja auch immer wieder die Diskussion, warum müssen denn die Bauern so viel mähen und warum muss da 5-mal oder 6-mal die Wiesen gemäht werden. Es ist halt einfach so, je jünger das Gras ist, umso mehr Eiweiß enthält es. Und jeder Bauer ist darauf erpicht, dass er möglichst viel Milch von seinem Grund runterholt. Also das heißt, von seinem Grünland muss er möglichst viel Milch holen, weil er alles, was er nicht vom Grünland wegbringt, muss er mit Kraftfutter zukaufen, im Extremfall mit Sojaschrot aus Brasilien oder wo es auch gerade immer herkommt.
Und deshalb wird eben öfter gemäht, weil sonst die Grohphase im Grundfutter überwiegt und da kommt einfach keine Milch raus. Wir haben letztes Jahr mal die Blühwiesen angeschaut in Eversberg. Da sind ein paar ganz tolle solche Blühwiesen angesät worden. Und da war ich, warum macht das eigentlich nicht jeder Bauer? Weil halt da überhaupt keine Milch rauskommt. Ja, das ist gut für Pferde heute, das ist das Optimale, weil die Pferde ja möglichst viel fressen wollen, aber möglichst keine Energie reinbringen, weil sonst wären sie zu dick. Aber bei den Kühen geht das halt gar nicht. Wenn man davon leben will, dann ist das einfach die gute fachliche Praxis, dass man entsprechend düngt. Und es ist, ich sage gerade als einfache Merknummer, pro Schnitt werden ca. 50 Kilogramm Stickstoff pro Hektar abgefahren, also weggefahren. Das heißt, um ein Wachstum zu haben, muss es auch wieder zurückgeführt werden. Und das bei 5 Schnitten macht es ungefähr 250 Kilogramm pro Hektar und Jahr aus. So, und jetzt in der neuen Düngeverordnung ist es halt so, dass man bloß 170 Kilogramm je Hektar düngen darf. Also das heißt, die Bauern haben ein Problem, die haben auf der einen Seite ihre Tiere und ihre Viehzahl darauf ausgerichtet und auf der anderen Seite dürfen sie das jetzt auf ihre Felder nicht mehr ausbringen, obwohl sie das Wachstum dringend benötigt dazu. Alle Nährstoffe, die mit dem Gras wegfahren müssen, ist ganz einfach, muss wieder nachgedüngt werden, sonst wächst eben kein Gras mehr, sondern es wächst weiß Gott was, aber halt kein Gras mehr. Und das ist bei Biobetrieben genauso wie bei konventionellen. Die Biobetriebe müssen auch nachdüngen, weil es sonst nicht funktioniert. Aus Gülle, aus Mist, wie auch immer, wo sie es dann hernehmen können. Ja, und jetzt gibt es halt diese Obergrenze bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern, Mist und Gülle von 170 Kilogramm. Und das ist ein Problem. Das Ergebnis ist, dass dadurch ein sehr kostenintensiver Gülletourismus entstanden ist, wo also zum Beispiel, jetzt sage ich es ganz extrem, von Berchtesgaden in die Münchner Schotterebene rauf Gülle gefahren wird mit LKWs, da heroben man natürlich auch Geld dafür haben will, dass es ausgebracht wird und der andere muss schauen, dass er es losbringt, obwohl er es daheim dringend brauchen könnte auf seinen Flächen. Und das ist schon etwas, das den Leuten sehr stark aufstößt, vor allen Dingen in Gegenden wie in Berchtesgaden, in Miesbach, in Garmisch-Partenkirchen, wo reine Grünlandgebiete sind, die letztendlich nichts anderes machen können, als ihre Tiere damit zu füttern. Es gibt nichts, was sonst das Gras noch fressen könnte. Das nächste ist ja noch das, dass man jetzt eine Mindestlagerkapazität bei Gülle fordert. Für Betriebe, die größer 3 Großvieheinheiten, eine GV nennt sich, ist Abkürzung für Großvieheinheit, ist etwa eine Kuh, wenn man das so sieht, da muss er jetzt dann für 9 Monate Mindestlagerkapazität vorhalten. Und da ist auch wieder das Ergebnis, dass diese Investitionen für diese Güllelager für viele kleinere Betriebe einfach die Betriebsaufgabe bedeutet. Weil die sagen, das ist schlicht und ergreifend für mich nicht mehr drin, ich investiere da nicht mehr, dass ich da noch das Geld in der Güllegrube reingebe. Ja, ein Thema ist auch noch die Sperrfristen, die es jetzt gibt bei uns in Ebersberg. Es ist zwischen bei Grünland bis zum 31. Januar, oder bei Grünland, beim Acker bis zum 31. Januar, bei Grünland bis zum vom 29. November bis 28. Februar darf also gar nichts ausgebracht werden. Das ist auch wieder ein Problem, weil es gerade im Frühjahr hinaus, wenn der Boden etwas gefroren ist, natürlich am leichtesten und am besten gerade beim Getreide auszubringen ist, weil man halt da schön reinfahren kann und auch nichts kaputt macht. Und im späteren Frühjahr, wenn es dann dauernd regnet, haben sie wieder keine Möglichkeit, dass sie hinausfahren. Dann ist das Nächste, dass man mittlerweile in der Düngeverordnung eben drinsteht, dass man im neuen Entwurf ab 2025 innerhalb von einer Stunde alles eingearbeitet haben muss. Das heißt, es kann ein Betrieb allein gar nicht mehr machen, er muss auf alle Fälle dann noch einen zweiten dazu haben, der eben dann einer für Gülle und der andere arbeitet das Ganze hinten rein. Oder man macht es mit einer Technik, dass also Gülle bei den Güllefässern hinten Grupper und so weiter angebracht sind. Bei Grünland, und das ist ein großer Streit, darf ab 2025 bloß nur die streifenförmige Ausbringung, also das heißt, dass die Gülle streifenweise ausgebracht wird. Viele Bauern sagen, das ist der pure Nonsens, weil sie dann einfach Güllestreifen im Gras drin haben, die etwas dicker sind und nicht so, wenn es freiflächig verteilt wird. Da ist sicher der Stickstoff oder der Ammoniak-Ausbringung oder in der Luft wird dadurch reduziert, aber es bringt halt andere Probleme mit sich.
Und das nächste ist, da wo die Bergbahnen ganz stocksauer sind, weil es da gar nicht geht, wenn sie immer so ein hängiges Gelände haben in einer Wiese, da fahren sie mit so einem, großen Kühlefass dann nicht mehr rein. Ja, verlasst man einfach mal die Kühle dann. Ich wollte dann auf der Folie ganz kurz zeigen, vielleicht sieht man es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein bisschen schärfer geht, wo denn sonst noch überall Stickstoff und so weiter herkommt. Also, das ist, und da, über das spricht man eigentlich nie. Es gibt ja bei uns, also ich habe jetzt gerade die Untersuchungen vom dem Abwasser aus der Kläranlage von meiner Heimatstadt in Grafing. Das ist eine Untersuchung, die ja regelmäßig gemacht werden muss. Und da ist es so, da sieht man dann, dass es in dem Wasser, das aus der Kläranlage rein rauskommt und direkt bei uns in die Attel reingelassen wird, pro Tag 22,8 Kilogramm Stickstoff eingeleitet werden, pro Tag. Das ist ungefähr, weil das ja Tag und Nacht ist, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, das sind rund 8000 Kilogramm Stickstoff, die so direkt ins Wasser eingeleitet werden und ich sage, damit auch ins Grundwasser geleitet werden. Aber das wird immer, von dem spricht keiner. Angeblich läuft es runter bis ins Schwarze Meer, aber das glaube ich eben nicht, dass da das alles noch mit drin ist. Und vor allen Dingen würden sich die Anrainerländer im Schwarzen Meer sehr darüber bedanken, wenn man also da diese Mengen an Stickstoff und Phosphor noch mit runterliefern kann. Also das ist auch ein Thema, das Stickstoff in die Natur reinbringt und mit nichts gemessen wird, sage ich jetzt einmal, wo geht es denn überhaupt hin? Wenn man sich die Kläranlageneinleitung anschaut, wir haben in Bayern, das ist eigentlich ein guter Wert, einen 78% im Durchschnitt Abbaugrad bei Stickstoff. Das heißt, dass 22% vom Stickstoff direkt ins Wasser eingeleitet werden. Und was auch in diesem Umweltbericht drinsteht, dass von den 125.000 Kilometer Abwasserleitungen in Bayern 20% sanierungsbedürftig sind. Also das ist auch sehr diffus, wo also dann das Ganze hinläuft. Und für diese Stickstoffmenge, die aus Reinhardt in Grafing zum Beispiel jetzt ausgebracht würden, bräuchte man irgendwo 50 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, um das überhaupt unterbringen zu können. Da kommt aber der Klärschlamm dann noch oben drauf, der natürlich jetzt mittlerweile alles verbrannt wird. Ja, ich habe es schon gesagt, das Problem ist die mangelhafte Probenahme in Deutschland. Wir haben zu wenig Messstellen, wir haben zu oberflächliche Messstellen, wir haben keine Staffelung in der Probeziehung und wir haben keine Differenzierung. Die Einschränkungen gelten auch bei sauberstem Grundwasser, das die Bauern dann bewerkstelligen müssen. Das Bundesumweltministerium müsste aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht einfach den Mut aufbringen, die EU mal mitzuteilen, dass sie tatsächlich falsche Werte gemeldet haben. Das ist zwar inoffiziell weitgehend bekannt, aber es ist halt niemand, der aufsteht und sagt, wir haben das einmal vollkommen verkehrt gemacht. Ja, die CSU-Bundestagsfraktion hat die Bayerische Staatsregierung, die haben in Klostersiern damals beschlossen, dass sie massive Verbesserungen fordern werden. Also ich habe momentan jetzt noch nichts gehört, ob da schon irgendwas verbessert wird. Dann kommen wir noch ganz kurz zum Mercosur-Abkommen. Das ist auch so ein Thema, Mercosur-Abkommen ist das, da hat Europa, also die EU, 20 Jahre, glaube ich, haben sie sogar verhandelt, haben mit den südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ein Abkommen ausgehandelt, also wie gesagt 20 Jahre, wo sie sich verpflichten, Agrarerzeugnisse, sage ich jetzt einmal, zum großen Teil auch zollfrei zu stellen. Der Exportwert dieser Agrarerzeugnisse würde bis 2035 über 100 Milliarden US-Dollar betragen. Also das, was zu uns in die EU aus diesen Ländern reinkommen sollten. Das sind rund 99.000 Tonnen Rindfleisch zu den bereits vertraglich vereinbarten 270.000, dann 180.000 Tonnen zollfreies Geflügelfleisch zusätzlich zu den bereits 500.000 Tonnen und 180.000 Tonnen Zucker, das zollfrei reinkommen soll, obwohl die deutschen Zuckerfabriken da reihenweise zusperren. Ja? Und auch die Zuckerrübenbauern ihr Problem damit haben. Und warum macht man das Ganze? Nutznießer ist die europäische Autoindustrie, der Maschinenbau und die Autoindustrie. Das Problem ist, dass das die Landwirtschaft hat. Und das muss man auch ganz klar sagen, weil die Last des Ganzen ja die Bauern zu tragen haben.
Das Problem ist, in den Herkunftsländern herrscht ein gänzlich anderer Produktionsstandard, als wir es bei uns in der EU und gerade extrem in Deutschland üblich sind. Es ist, wird immer nie drüber gesprochen, aber es ist der Einsatz von Hormonen erlaubt. Also jedes Rind, das auf die Weide kommt, kriegt einen Boli, einen Hormonboli und das hinter das Ohr gesetzt und bei jedem Ohrenspiel gibt er da ein kleiner Teil abgeben und so wird es ein richtig schönes, rundes Tier, das halt bei uns dann mit großem Genuss gegessen wird, weil es aus Südamerika kommt. Artenschutzgesetz, wie es bei uns da ist, da haben die noch nie was davon gehört, das dürfen Sie mal glauben. Auch in Frankreich nicht und in Italien auch erst recht nicht. Und schon gar nicht in Rumänien oder in den ganzen Ostblock-Ländern, die zur EU dazugehören. Ja, und durch die Flächengrößen in diesen Ländern und auch die klimatischen Vorteile können die Agrarindustrien in diesen Mercosur-Ländern wesentlich billiger produzieren als wir in Deutschland. Und dadurch geraten natürlich auch die Lebensmittelpreise weiter unter Druck. Es geht jetzt nicht allein um die Menge, die da produziert wird, sondern es geht tatsächlich darum, zu welchen Preisen das bei uns reinkommt. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil es kann nicht sein, dass man in Deutschland höchste Standards fordert und dann wird in diesen Mengen Fleisch und Getreide und Zucker aus den anderen aus solchen Ländern bei uns eingeführt. Ja, und dann, Sie haben es schon gesagt, Herr Dr. Erdl, das Artenschutzgesetz rettet die Bienen. Ich sage, die Landwirtschaft ist ein Teil der Lösung. Man muss die Landwirtschaft da mitnehmen. Und vielleicht bei uns im Landkreis Ebersberg muss man wirklich sagen, unser Landrat Robert Nürges hat, wir haben bereits 2018 das Jahr der Biene ausgerufen und wir haben also da viele Initiativen begonnen bei uns im Landkreis Ebersberg. Es sind viele Blühstreifen angelegt worden, sind Blumenwiesen eingesät worden. Wir haben zum Beispiel die Silvi, ich habe das auch bei mir daheim gemacht, wir haben also die Silvi als Maisersatz angebaut mit allen Schwierigkeiten und was man damit alles noch erleben kann. Also wir waren da schon ein Stück voraus. Das sagen viele Bauern auch, die haben einfach das Problem, weil sie sagen, es war wirklich unlauter, dass man das Volksbegehren unter dem Thema rettet die Bienen bewirbt. Weil wenn man sich da das Gesetz tatsächlich anschaut, dann ist eigentlich kaum was drin, was mit den Bienen irgendwas zu tun hat. Wir haben eine ganze Reihe, aber es hat sich, ich habe zum Beispiel einen Leserbrief gelesen, also ein Bürger von Vaterstetten, der wo sich geplüstert hat, dass er das gar nicht angeschaut hat, das Gesetz, weil er sagt, die Idee ist gut und deshalb unterschreibe ich da auch. Es ist wirklich ein Problem, besonders die Bauern, die brauchen ja gerade die Bienen und die Insekten am meisten. Und wir dürfen uns auch nicht alleine auf die Bienen kaprizieren, sondern wir müssen schon auf das andere Insekten genauso mitnehmen. Und warum sollten nur Landwirte die Bienen retten und nicht? Und um welche Bienen geht es überhaupt? Ja? Warum sollen nicht auch Gartenbesitzer, Kommunen, Blumenwiesen anlegen und pflegen oder auf den Mähroboter verzichten zum Beispiel? Das ist auch so ein heißes Thema. Die Bauern sagen einfach, wenn ich jetzt bei mir zu Hause schaue, Sie haben ja eingangs das Bild gesehen bei uns, da wurlt's bloß vor lauter Vögel, von Insekten, von Bienen, von allem. Meine Frau hat bei uns, wir haben also Bodyweier, wir haben über 42 Blindschleichen schon rausgefangen und in Dattel runtergetragen, weil halt unsere Kinder das auch nicht mögen, wenn die Schlangen da im Weiher drin rumschwimmen. Also wir haben alles da bis hin zu den zum Fledermäusen. Letztes Mal waren 20 Störche in der Nachbar, wie sie da gestanden sind. Ich weiß jetzt nicht, was man da noch tun sollte, dass da noch mehr dazu sein kann. Und auf der anderen Seite, das sehen ja die Bauern auch, das ist also dann das, dass man diese Sachen wie Insektizide in jedem Drogeriemarkt frei kaufen kann. Der Bauer, wenn sowas kauft, muss er einen Lehrgang machen, muss einen Erlaubnisschein haben und so weiter, damit er überhaupt was kaufen kann. Aber da kann ja jeder alles haben, was er will. Er kann mit jedem. Bitte? Der kann auch einkaufen, aber das ist ja, was tut er mit dem? Das ist ja. Die Wirkung ist, genau. Ja, es hat einen Haufen Nachteile, dieses Gesetz. Das ist nämlich auch, dass übersehen worden ist, muss man schon auch sagen. Zum Beispiel Kleinigkeit, aber das steht halt so im Gesetz drin und das ist für viele ein Riesenproblem. Bis zum 15. März müssen auf Grünland die Pflegemaßnahmen abgeschlossen sein. Ab dem Tag darf nicht mehr gewalzt werden. Jetzt muss aber
der Bauer, als wenn, ich glaube, wenn wir es zuerst schon gesehen haben, in der, nach der Düngeverordnung ist zum Beispiel so, dass man die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln bis am 28. Februar ist. Also der Bauer hat dann noch gerade noch 14 Tage Zeit, dass er seine Gülle ausbringt, dann muss er striegeln und muss noch walzen. Das muss er alles bis zum 15. März erledigt haben, wenn er sich gesetzeskonform verhält. Jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir gerade oft bis zum 15. März in großen Teilen Bayerns noch einen halben Meter Schnee haben. Heuer schon mal, dann mal ein paar Jahre nicht, aber das ist, in der Regel ist es so. Und dass es halt dann auch Zeiten gibt, wo es wirklich so nass ist, dass man in der Zeit gar nicht reinfahren kann. Jetzt muss das jedes Jahr wieder geändert werden, damit man, dass die Bauern eine Arbeit machen können. Und ich kann es Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, jeder Bauer versucht im Frühjahr so schnell es irgendwie geht, seine Felder zu bestellen, seine Wiesen abzuecken, das Ganze fährt so lange, so schnell es irgendwie geht, das zu machen. Da ist nicht einer da, der trödelt und sagt, ja, das mache ich dann irgendwann mal Mitte April. Also das war noch nie. Und deshalb ist so ein Gesetz dann vollkommen unsinnig. Und vor allen Dingen, wenn ich dann die Leute dazu zwinge, dass unsinnig in ihre Felder reinfahren müssen. Ja, dann war es auch noch so, bei uns war es letztes Jahr oder dieses Jahr so, wir haben nicht gewusst bis zum 6. März, wie lange dürfen wir denn überhaupt reinfahren. Gilt jetzt der 15. März oder gilt er nicht und ist ja dann auf den 1. April verlängert worden. Aber da fahren, das kann ich Ihnen auch sagen, was dann passiert, da fahren dann alle auf einen Schlag, müssen dann Gülle fahren. Und das ist auch, ob das das Gelbe vom Eis, das möchte ich auch schon mal sagen. Also ich habe da wenig Verständnis. Ein Thema ist einer der Gewässerrandstreifen, das ist ja zum Beispiel auch ein Acker von meinem Betrieb, sehr interessant, das ist Richtung Asling runter, so Acker, wir haben da Heckenpflanzen, wenn Sie das sehen, da ist auch bei den blauen, also bei den Linien da, ist ein Graben runter, links und rechts vom Acker. Der ist rund 500 Meter lang, oder 400 Meter lang und 50 Meter breit. So, jetzt muss ich nach dem Gewässerrandstreifen, muss ich links und rechts 5 Meter weg beim oder Abstand haben. Das heißt, das sind dann insgesamt 10 Meter, bei den 400 Meter Länge sind es 4000 Quadratmeter, die nicht mehr nutzbar sind und die aus der Produktion genommen worden sind. Also 20% dieser Fläche, und das ist nicht die einzige bei mir, also ich habe insgesamt 3, wo links und rechts ein Graben ist. Und das Interessante ist, das ist nur bei kleinen Bauern so. Da schauen Sie mal, ob in Vaterstetten herum irgendeiner so ein Acker, so ein Wasserrandstreifenprogramm macht. Ja, weil keins da ist, ja. Und das ist bloß bei kleineren Betrieben ein Problem. Und wissen Sie was, das habe ich eingangs schon mal gesagt, wo da mittlerweile ein Problem ist. Wir können das nicht mehr nutzen, weil wir gar keine Maschinen mehr haben, die auf 5 Meter Breite das heu machen können. Man kann zwar noch mähen, aber da gibt es keinen Kreiselschwader, also jetzt zum Wenden gibt es nicht mehr. Die haben bei uns alle zwischen 8 und 10 Meter, ein Schwader zwischen 10 und 15 Meter. Da ist nichts mehr da. Man kann also das bloß noch hinmulchen und das war es dann auch schon. Also das heißt, das ist komplett aus der Produktion genommen worden. Und was auch noch ist, das vielleicht zu dem Thema Streuobstwiesen, ist auch ein Thema, das sehr bei vielen umstritten war. Ich habe meine Frau, der Studienkollegen in der Mainschleife da oben, da in Miltenberg, waren wir letztes Jahr drum und die hat gesagt, bei ihnen sind Tausende von Bäumen rausgerissen und Tausende. Weil die sind zum Teil seit Generationen waren diese Streuobstwiesen da und dann ist das Gesetz gekommen und da haben die gesagt, bevor das in Kraft tritt, da reißen wir das raus, weil ich möchte nicht ein Biotop hinterm Haus haben, ja. Das ist ja dann Biotop, die dürfen da nichts mehr verändern. Sie haben das, und sie sagen, die waren sowas von sauer. Die haben gesagt, unsere Generation, wir haben generationenlang haben wir diese Obstbäume gepflegt und haben geerntet. Die meisten haben dann so eine Schnapsdestillerie dabei, wo sie einen Obstschnaps machen. Sagt so, und jetzt auf einmal müssten diese Bäume von uns selber geschützt werden. Und da war bei denen wirklich der Ofen aus und sie haben gesagt, nein, also das machen wir nicht mit. Und das Interessante ist auch, das sind ja immer nur Kleinstbetriebe, die sowas hatten, weil wer macht denn das? Einer mit 100 Hektar, der macht keine Streuobstwiese, sondern das haben die Bauern gemacht, die einfach das Grünland für die Rindviecher gebraucht haben und halt dann obendrauf noch einen Apfelbaum oder einen Zwetschgenbaum haben wollten, damit sie das eine doppelte Nutzung mit ihren Flächen erreichen haben können. Und was ich bei mir, das muss ich jetzt auch noch schnell sagen, auch noch gemerkt habe, das ist jetzt immer verschärft, immer mehr wert, ich habe das gar nicht gewusst, das habe ich auch, muss ich sagen, im Gesetz überlesen gehabt,
Wir haben zum Beispiel, Bayern ist jetzt das einzige Land in Deutschland, das ein absolutes Umbruchverbot von Grünland hat. Von da auch Grünland hat. Früher war bei uns so, hat es E-Gartenwirtschaft geheißen, da hat man immer wieder, ist dann einmal Wiese umgebrochen worden und hat man dann wieder Getreide hinter und dann hat man wieder, ist wieder mal wieder eingesät worden als Wiese und so weiter. Bei mir ist jetzt so, ich habe vor einem Haus einen Acker vor einem Nachbarn, den ich dringend brauchen würde, weil ich gerne Pferdeweide hinmachen würde. Ich würde das gerne als Grünland einsehen und würde eine Pferdekoppel machen. Ist bei mir vor der Haustür, schöner geht es nicht. Aber der Nachbar würde es mir ja gerne verpachten, aber er sagt, ich kann das aber gar nicht verpachten, weil wenn du das jetzt als Grünland einsehst, kann ich es nie wieder pflügen. Und da habe ich mir, da war im Landwirtschaftlichen Forum, da hat ein Artikel drin, man geht davon aus, dass in Bayern weit über 5000 Hektar mehr Wiesen entstehen würden, wenn wir dieses Gesetz nicht hätten. Bei mir ist es auch so, ich habe da nur mehr 10 Hektar, habe ich einen Acker droben im Dorf drum, habe einen Nachbarn, das ist ein Biobauer, der steckt gerade um auf Biomilch, der bräuchte das als Weide. Der würde das auch gerne haben, ich brauche es auch nicht, wir sehen, den haben wir jetzt am Mais dort und die Sylvia, aber ich kann es auch nicht machen, weil ich kann das nie wieder als Acker nutzen. So ist es momentan in Bayern und da gibt es keine Regelung, weil es in Bayern so verschärft durch dieses Gesetz so gemacht worden ist. Ja. Auch das, ja. Gut. Dann ein Thema ist, bisher sollen ja auch noch 30% der Flächen Bayerns biologisch bewirtschaftet werden. Das ist ein hehrer Vorsatz und da ist auch im Grundsatz ja nichts zu sagen. Aber man muss auch wissen, dass wir bis jetzt unter 10% der Flächen biologisch bewirtschaftet werden. Und wenn man die Flächen dann bis zu dem Zeitpunkt, wie es im Gesetz drinsteht, auf 30% hochschnellen lässt, dann ist es eine Größenordnung, die unweigerlich dazu führt, dass der Preis für Bioprodukte verfällt, weil einfach zu viel dann auf dem Markt da ist. Und das komme ich auch noch drauf, das ist auch noch ein Problem, dass man eben nicht aus die Augen verlieren darf. Ja, das Gesetz war gut gemeint, sage ich auch, aber schlecht gemacht. Das muss man wirklich so sagen. Vor allen Dingen, man hat nicht das Ende bedacht. Das ist das Traurige dran, aber da mache ich niemandem einen Vorwurf. Doch, ich mache schon jemandem einen Vorwurf. Die Initiatoren vom Gesetz, die waren ja guten Willens, die wollten ja da was machen, aber sie haben sich einfach zu wenig damit befasst, was denn dann rauskommt aus dem Ganzen und wie die Bauern ticken und was dann da passiert. Aber eigentlich hätte es die bayerische Staatsregierung auch wissen müssen und die hätte ich mir schon erwartet, dass man da ein bisschen mehr Sachverstand einbringt und sagt, passt auf, da müssen wir was ändern dran. Haben es eigentlich fast nichts erreicht. Es hat einfach bewirkt, dass die Blühstreifen viele wieder umgepflügt worden sind und letztendlich hat es auch viele kleinere, hauptsächlich kleinere Bauern erwischt. Gut, dann noch ganz kurz zur Frage, warum stellen nicht alle Bauern auf Bioproduktion um? Ich habe eine Umfrage auf der Folie drauf, Einkaufshäufigkeit von Bio-Lebensmitteln aktuell und zukünftig. Was denn die Leute so sagen, wenn man es fragt? Ja, mehr als 3/4 der Befragten kaufen Bioprodukte ein. Aber wenn man es sich dann anschaut, eigentlich wollen sie immer das Gleiche. Also die Häufigkeit soll ein bisschen erhöht werden, aber recht viel ändert sich dran nicht. Und wenn Sie sich auch anschauen, wie die Entwicklung der biologischen oder des ökologischen Landbaus bei uns in Deutschland ist, dann ist das schon also ganz langsam, wo da was vorwärts geht. Also das ist 7,5%, 9%, also da ist es nicht so, dass da der große Run drauf wäre. Es wird jetzt sicher ein bisschen besser, gerade durch das Corona hat er nicht nur Nachteile. Mhm. Durch Corona essen wieder viele Leute mehr daheim und schauen da, was sie essen und wie sie es kaufen. Aber das Problem ist ganz einfach, es steigt nicht in dem Maß, wie es eigentlich notwendig wäre und vor allem ihnen, wenn 30% der Fläche biologisch bewirtschaftet werden sollen, wie sie es an der Skala da sehen. Und dann zu den Marktanteilen, die haben Sie jetzt auch schon gerade gesehen, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber groß reden, aber es waren im Jahr 2016 5,5% und konventionell 94,5%, also 94,5% der Verbraucher wollten konventionelle Produkte kaufen und
Im Jahr 2018 ist es ein bisschen besser, aber immer noch 92% möchten konventionell erzeugte Lebensmittel kaufen. Und ich, das schreibe ich unten immer hin. Wenn Sie die Wahlumfragen anschauen, dann haben wir ja 25% der Wähler wählen Ökoparteien, ob es das Bündnis 90 oder ÖDP oder was immer alles dazugeht, wo die wählen. Jetzt frage ich mich, wie kann es denn sein, dass der Anteil an Bioprodukten bloß bei 7,5% ist, obwohl 25% sagen, genau, ich will ja die Landwirtschaft, die diese Parteien haben wollen, das möchte ich auch, deshalb wähle ich die auch. Aber sie kaufen es dann anscheinend nicht ein. Das ist die sogenannte kognitive Dissonanz. Ja. So, und dann stellt sich für die Bauern die Frage, oder für mich, was sollen denn die Landwirte nun produzieren? Das, was über 90% der Verbraucher tatsächlich kaufen, hochwertige und preiswertige Lebensmittel, oder das, was die Leute sagen, dass sie gern kaufen würden, aber dann nicht tun. Und würden, das schreibe ich immer wieder, würden alle Wähler der Ökoparteien Bioprodukte kaufen, würden sich der Marktanteil um 20% erhöhen. Dann war das sofort das Thema erledigt. Und es kommt noch dazu, Fakt ist bei uns, dass also jeder, der Bioprodukte kaufen will, auch in ausreichender Menge und zu günstigen Preisen das kaufen kann. Und mittlerweile an jeder Ecke. Das ist einfach kein Thema mehr, da gibt es auch keine Ausrede, man könnte das tun. Fakt ist aber auch, dass wir bei Biomolkereien Wartelisten von Landwirten haben, die gern auf Biomilch umsteigen würden, aber heute nicht keine Verträge kriegen, weil die Molkereien diese Mengen an Biomilch nicht absetzen können. Zu den Konditionen, die die Bauern eigentlich dann bräuchten. Und doch das Extremere ist eigentlich das, wir haben momentan sehr große Mengen an Biogetreide auf Lager liegen, hauptsächlich Roggen, die bei Weitem nicht zu den Preisen verkauft werden können, wie sie gebraucht werden, dass das Ganze sich betriebswirtschaftlich rechnet. Und es ist auch nicht so, dass die Biobetriebe in dem Umfang höhere Gewinne erwirtschaften, als wie es ein konventioneller Landwirt erwirtschaftet. Und wie es auch für dieses erhöhte Risiko und für diese Mehrarbeit, das die Biobauern haben, dringend notwendig wäre. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wie das weitergehen kann. Das, mir ist es noch ein Rätsel, wie es das umzusetzen sein wird. Ja, dann die Problemfeld Direktzahlung. Das ist ja auch so ein Thema, das immer wieder strittig ist, gerade am Stammtisch. Wenn Bauern leben von meinem Geld, wo mir Lohnsteuer abgezogen wird und den Bauern schiebt man es hinten rein, die fahren mit riesen Traktoren. Wobei man da auch schauen muss, ob wir wirklich alle bezahlt sind oder doch nur geleast sind. Es ist so, in der EU kriegen momentan die Betriebe etwa 300 Euro pro Hektar jedes Jahr bezahlt. Das ist sicher, das können wir, ist sehr, sehr verbesserungswürdig. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt bei den GAP-Zahlungen rauskommt. Da gibt es jetzt so eine Umstellung dazu. Bei dieser gemeinsamen Agrarpolitik heißt GAP. Aber ob der große Renner dann kommt, das weiß ich auch nicht, weil eigentlich müsste man schon so machen, dass die kleineren Betriebe, die sage ich mal, schwierigere Bewirtschaftungsformen haben, weil es einfach kleine Flächen haben, dass man denen mehr gibt, als wir am Betrieb in den neuen Bundesländern mit 1500 Hektar. Ja. Das, wo ich mit großen Maschinen fahren kann, wo ich einfach dieses Problematik, wie es bei uns da ist, nicht so habe. Eine Umfrage hat er da gesehen, also die Auswertung von den Buchhaltungsbetrieben, Gott, dass man das auch mal weiß, zeigt auf, dass 90% des Einkommens von Nebenerwerbsbetrieben, also das, was sie aus der Landwirtschaft haben, aus diesen Direktzahlungen kommt. Die sind immerhin über 50% der Betriebe bei uns in Bayern, ja, die Nebenerwerbsbetriebe sind. Bei den Haupterwerbsbetrieben kommt 34% des Einkommens aus diesen Direktzahlungen. Also jetzt, wenn man das streicht, dann springen als erstes einmal die Nebenerwerbslandwirte ab, weil ich sage, da brauche ich das nicht mehr machen. Ja, da tue ich das nicht mehr. Ich muss 7 Tage in der Woche muss ich da sein, muss in den Stall gehen, muss 2-mal am Tag in den Stall gehen und das tue ich mir dann nicht mehr an, wenn es hinten und vorn überhaupt nicht mehr reicht und wenn ich das Geld nicht mehr erwirtschaften kann. Ja, eigentlich ist es als Ausgleich gedacht für zusätzliche Auflagen, welche eine Produktion zu Weltmarktpreisen erschweren. Siehe Mercosur, wie ich es zuerst einmal gesagt habe. Vielleicht noch zu den Problemfeldern noch ganz kurz. Verbot der Anbildehaltung bei Kühen. Das ist auch, da müssen wir uns einig sein, das ist so, das ist das Aus für viele kleine Nebenerwerbsbetriebe.
die viele Nebenerwerbsbetriebe, gerade im Allgäu, die haben halt noch Anbildehaltung mit 10, 15 Kühen, auch Heumilchbetriebe, die haben oft weder den Platz für einen Auslauf noch das Geld, um den Umbau vorzunehmen. Also das wird für viele kleinere Betriebe das Ende sein. Ein Thema ist auch die Ferkelkastration. Man Eber können halt nicht verkauft, weil halt der Uringeruch beim Fleisch da ist. Und es gibt da Lösungen in Dänemark, also rundherum, wie man es machen kann, wo die Bauern das selber spritzen dürfen, dass sie da ein Betäubungsmittel haben, was halt bei uns momentan noch nicht so der Fall ist. Aber da muss man halt schauen, wie man auch, dass also da bei uns auch in Europa zu einer Angleichung kommt, weil das wäre wirklich ungerecht, wenn man nur wieder in Deutschland etwas macht und die komplette Ferkelproduktion verlagert sich dann nach Dänemark oder nach Polen. Ja, Thema ist auch, jetzt, ich habe jetzt beim Aldi habe ich mal gesehen, dass die jetzt ab 2022 nur noch Eier verkaufen wollen, wo die Hühner nicht, also die männlichen Tiere nicht geschreddert werden müssen, also die Küken. Gott, dass man das auch mal weiß, es geht ja nur um um die Brüder der Legehennen, weil ja die Legehennen komplett auf Eierproduktion gezüchtet sind und ihre Brüder einfach kein Fleisch ansetzen. Der legt kein Ei, aber er setzt auch kein Fleisch an. Und die Legehenne sollte möglich auch kein Fleisch ansetzen, sondern sie soll die ganze Kraft in die Eierproduktion setzen. Und deshalb sind die Züchtungen so, wenn man das will. Jetzt soll es ja kommen, dass man das bei den Eiern schon feststellt, ist er Hahn oder ist er Henne und dann die Eier dann nicht brütet und beziehungsweise halt dann die Eier schon vernichtet, also dass nicht mehr das lebende Tier dann geschreddert werden. Was finde ich eine sehr gute Lösung wäre, wenn das so funktioniert. Ja, bei Legehennen und Puten gibt es ja auch noch das Thema mit den Schnabelkürzungen. Also das kenne ich jetzt von unserem Betrieb her. Das wird ja mit Infrarot gemacht. Also da wird vorne die Schnabelspitze Infrarot erhitzt und die nutzt sich dann ab und wächst dann nicht mehr nach. Beim Körnerpicken, die spüren davon nichts, weil da keine Nerven drin sind. Das ist wie wenn sie einen Fingernagel schneiden, ist also die Schnabelspitze. Aber sie können sich halt nicht mehr so wehtun. Das ist halt das Thema drauf und deshalb ist es dieses Schnabelkürzen, finde ich nach wie vor der Meinung, dass man das ohne dem nicht machen kann. Weil es halt einfach, da kommt ja der Begriff Hackordnung her, beim Flügel ab 20 Hennen sowas ganz klipp und klar schon mal immer den Kampf gibt, wer ist jetzt der Chef und wer ist nicht und das muss immer wieder neu ausgemacht werden. So, dann vielleicht ja nur ein Ausblick, wie viel Mensch ernährt der Landwirt? 2060 hat ein Landwirt 17 Mitbürger ernährt. Das ist noch nicht so lange her. Jetzt 2017 sind wir schon bei 140. 2020 wird es noch mehr sein. Überwiegend mit konventioneller Landwirtschaft. Und bei der Welternährung schaut es ja auch so aus. Wir müssen ganz klar sagen, dass die Ackerfläche pro Kopf der Bevölkerung immer weniger wird, ja, durch unsere Bauwut, nenne ich es jetzt einfach mal so, müssen dann immer pro Hektar mehr Leute ernährt werden und so schaut es aus. Jetzt sind wir bei 2000 Quadratmeter oder im Jahr 2017 eine verfügbare Ackerfläche pro Kopf, im Jahr 2050 werden es bloß nur 1500 Quadratmeter sein. Das heißt, um dann die 9,8 Milliarden Menschen ernähren zu können, die prognostiziert sind, muss dann immer intensiver gearbeitet werden und entsprechende Lebensmittel runterkommen pro Hektar. Ja, unsere Weltbevölkerung ist in den letzten 47 Jahren von 3,7 Milliarden, also das ist jetzt gerade die Zeit, wo ich denken kann, sage ich jetzt einmal, von 3,7 Milliarden im Jahr 1970 auf 7,6 Milliarden im Jahr 2017 angestiegen. Und wie gesagt, gleichzeitig hat sich die Ackerfläche pro Kopf von 3.800 auf 2.000 fast halbiert. Und im selben Zeitraum hat sich aber die Ernährungssituation weltweit erheblich verbessert. Also auch in den Hungersnotgebieten in Afrika zum Beispiel oder in Asien, obwohl immer noch viel, viel zu viele Menschen hungern. Das ist sicher ein Erfolg der Agrarwirtschaft. Mit der Ernährung der doppelten Anzahl von Menschen mit weniger Fläche ist eine große Leistung der Landwirte auf der ganzen Welt. Und das ist sicher nur möglich durch verbesserte Züchtungen,
gezielten Pflanzenschutz, aber auch der optimierten Düngung. Und das muss man sich sehr genau überlegen, ob man in so einem System dann eingreifen will. Ja, und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Eine Stunde war ja meine Vorgabe. Was ist zu tun? Was können die Landwirte tun? Die Landwirte müssen aus meiner Sicht wieder mehr zusammenhalten. Haben wir jetzt bei den Demonstrationen gesehen, das schweißt schon zusammen. Da gibt es mittlerweile eine WhatsApp-Gruppe, Landschaft, Verbindung, die da ganz toll aufbaut ist, mit pro Gruppe etwa 270 Teilnehmern und deutschlandweit vernetzt. Die können da innerhalb kürzester Zeit also eine Demonstration organisieren. Das ist mit WhatsApp also wirklich schon sehr gut geworden. Was auch ein Problem ist, dass Produktionserweiterungen, also das muss jetzt, ich komme aus der Geflügelwirtschaft, bei uns war das Standard, das war gang und gäbe, bei uns hat niemand einen Stall bauen können, ohne dass er vorher einen Vertrag gehabt hat von der Erzeugergemeinschaft, dass die Tiere auch abgenommen werden. Dass in der Menge das auch auf Dauer abgenommen wird. Wenn das nicht da war, hat der keine Erlaubnis gekriegt, einen Stall zu bauen. Der ist auch an keine Schlachterei hinkommen, weil man das sofort unterbunden hätte. Die hätte dann nicht einmal Küken gekriegt von den Brüdereien. Das ist bei anderen Bereichen, bei der Milch, ist das ganz anders. Bei uns hat der baut einen Stall und dann sagt er zur Molkerei, jetzt habe ich gebaut, jetzt habe ich ja plötzlich nur mehr so viel Kühe und nur mehr so viel Milch. Das ist bei anderen Bereichen, also da muss man mehr konsequenter sein und man muss sich bei Produktionserweiterungen das immer mit Erzeugergemeinschaften besser abstimmen, damit da nichts wächst, was nicht notwendig ist und nicht erwünscht wird. Und man muss auch mehr interne Zertifizierungs- und Kontrollsysteme haben. Also wir haben bei uns, ich kann es nur für die Puten sagen, wir haben ISO eingeführt. Wir haben ISO, die Stelle, die, also es ist alles ist genau dokumentiert, weil man immer gesagt hat, wir produzieren Lebensmittel. Da muss alles klar, nachvollziehbar und transparent sein. Das gehört für mich dazu, damit man auch so Skandale, die wir ja hatten, wie im Allgäu zum Beispiel, dass das intern schon vermieden wird. Dass sowas darf einfach nicht sein, sowas darf nicht passieren. Und so eine Auswüchse gehen einfach nicht. Und man muss Verhandlungsgemeinschaften bilden, um die Mengen und Preise mit den Abnehmern zu verhandeln. Das Problem ist, wir haben vielleicht noch vier große Lebensmittelhändler, Aldi, Rewe, Edeka, Netto und Lidl, wenn man es so schaut, ja, die zum Teil gemeinsam einkaufen. Die Bauern sind hunderte von Erzeugergemeinschaften, hunderte von Genossenschaften, hunderte von, die dann meinen, sie haben gegen denen Marktmacht. Da sitzen auf der einen Seite vom Tisch sitzen Vollprofis, die den ganzen Tag nichts anderes tun, die hinten eine ganze Mannschaft an Zuarbeiten haben, Statistiken und so weiter kriegen. Und ich sage jetzt einmal, wir gehen rein und meint dann, wir verhandeln den Preis und macht das auf Augenhöhe. Das ist definitiv nicht so. Also das habe ich viele, viele Jahre erlebt und mitgemacht. Und man muss auch mehr das Gespräch mit den Verbrauchern suchen und auch soweit irgendwie möglich ist, auch die Stalltüren öffnen, damit die Leute auch sehen, was man da macht und das nicht einfach eine Blackbox für unsere Mitbürger ist. Ja, was kann die Politik tun? Sie müssen die gesetzlichen Vorgaben für die Landwirte überarbeiten und alles, was sinnvoll ist, kann man tun, aber was nicht sinnvoll ist und nur ein Mods Zeitaufwand verursacht, das geht einfach nicht und man muss auch wirklich für alles, was dann zusätzlich dazukommt an Auflagen, da muss man sich überlegen, wie man diese Sonderleistungen monetär dann entsprechend entschädigen oder vergüten kann. Also ich habe immer gesagt, wenn die Leute wollen, dass unser Person Pudi am rechten Fuß ein rotes Schleiferl hat, dann machen wir das. Aber ich sage ihnen auch, das kostet dann so und so viel und das Geld muss ja dann auch kommen. Und man muss auch erreichen, die Politik muss es erreichen, weil die Gesetze gäbe es, dass der Verkauf von Lebensmitteln zum Einkaufspreis plus der handelsüblichen Spanne erfolgen darf. Also wir haben das Gesetz, das haben die Franzosen vorgemacht. Da ist Baguette, durfte nirgends unter, glaube ich, ein Euro war es damals, verkauft werden und das ist strikt überwacht worden. Bei uns, ich habe selber beim Kartellamt angerufen, weil ich einmal Werbung gesehen habe von einem Lebensmitteleinzelhandel, wo ich genau, der was bei uns kauft, habe ich genau gewusst, wie er es einkauft hat und wie er es dann angeboten hat. Dann hat der vom Kartellamt gesagt, ja, soll ich mich da einmischen, damit, wenn dann unsere Verbraucher günstiges Fleisch hinkommen?
Aber um das geht es ja gar nicht. Aber das ist ein Problem und das, sowas muss man schlicht und ergreifend angehen. Und der Staat muss bei Einfuhr von Lebensmitteln gewährleisten, dass die deutschen Standards eingehalten werden. Das muss schlicht und ergreifend sein, weil sonst funktioniert sowieso alles nicht. Und die regionale Herkunft muss auch klar dargestellt werden und immer wieder beworben werden. Ja, was kann der Verbraucher tun beim Einkaufen von Lebensmitteln, die regionale Herkunft bevorzugen, ist ganz klar. Gescheiter, sie gehen zu dir und kaufen es Kartoffelschorsch und oder was auch immer. Und auch wenn Dumpingpreise kommen, dann muss man das hinterfragen, an was liegt es denn und wie kann denn das sein, dass der das zu Dumpingpreisen anbieten kann. Und man muss sich über die Ernährung und die Herkunft der Lebensmittel einfach interessieren. Genauso interessieren wie für das neue Auto oder für die neue Küche oder was man sonst noch alles anschafft. Und man muss auch versuchen, dass man mit den Landwirten ins direkte Gespräch kommt und sich versucht zu informieren. Ja, vielleicht ein paar Grundsätze für Politik, für NGOs, also für die nicht in Parlamenten sitzenden Organisationen und auch für die Verbraucher. Man muss sich im Klaren sein, dass alle Verschärfungen, die in Deutschland gefordert werden, aber nicht in allen EU-Staaten gelten, den Wettbewerbschancen der deutschen Bauern verschlechtern. Ganz klipp und ganz egal, was es ist, das ist so und da muss man schauen, dass das nicht passiert. Das gilt für die Kriterien der Tierhaltung genauso wie für die Landbewirtschaftung. Das Einzige, was man regeln könnte, wäre das, dass man das Inverkehrbringen von Lebensmitteln verbietet, die nicht nach deutschen Standards produziert werden. Das könnte man tun, theoretisch. Praktisch geht es nicht, weil das die EU-Regelungen verbieten. Also wir dürfen nicht aus der EU das verbieten und wir dürfen es auch nach der Welthandelsorganisation auf dem Weltmarkt auch nicht machen. Also das geht nicht und deshalb muss man sich genau überlegen, wo muss ich in der Landwirtschaft, bei der Lebensmittelproduktion, wo kann ich da eingreifen und wo kann ich nicht. Ja, zum Schluss dann auch die Bauern möchten keine Subventionen, jeder möchte eigentlich vom Verkauf seiner Produkte seine Familie ernähren können. Das ist es, was er will und recht viel anders will er nicht haben. Und zum Schluss stehe ich jetzt dann auch noch für Fragen zur Verfügung, aber ich habe ja auch noch versprochen, dass ich noch einen Witz erzähle. Ich muss natürlich aus der Landwirtschaft, das ist auch ganz klar, erzählen. Ich erzähle zwei, wenn den einer schon mal einer kennt hat, das ist dann Da gibt es einen kleinen bäuerlichen Gemeinde, hat einen Pfarrer und den größten Bauern vom Dorf gegeben, waren sehr befreundet, haben miteinander zum Schafkopf gegangen, beim Frühschoppen alles und so weiter und haben auch immer, und das war für viele Leute wirklich immer schön, die haben sich auch in der Kirche drinnen bei der Predigt auch einmal ein bisschen abkappelt, ja, weil das so war. Und dann war Erntedank und der Pfarrer hat sich gedacht, ja, was macht er denn jetzt für einen Erntedank? Und da ist ihm einfach das Gleichnis eingefallen, wie der Herr am See Genezareth war und dann da die Vermehrung von den Fischen und von den Broten gemacht hat. Also das baut er in seine Predigt ein. Und dann ist er in den Kanzel aufgegangen, hat seine Predigt gehalten und hat ihm das Gleichnis erzählt. Und, gesagt, und der Herr hat am See Genezareth mit 5000 Broten 5 Leute ernährt. Gell, Hubert, da schaust du. Hat der Hubert gesagt, ja, weil da was dabei war, also mit 5000 Brot 5 Leute ernähren, das kann ich auch. Und der Pfarrer hat sich furchtbar geärgert, dass er sich so versprochen hat. Und das ist rot angestrichen. Bei der nächsten Erntedankfest möchte er das Gleichnis wiederbringen, hat es wiederbracht. Dann hat er wieder gesagt, und der Herr hat am See Genezareth mit 5 Broten 5000 Menschen ernährt. Gell, Hubert, aber jetzt schaust du. Hat der Hubert gesagt, ist überhaupt nichts dabei, sind wir von vorher gesagt, von überblieben. Und jetzt warten noch ganz kurz und dann haben die zwei sind dann am Sonntag nach der Kirche spazieren gegangen und dann sind sie so über die Felder gegangen und dann sind am Huber seine Felder vorbei und dann sagt der Herrpfarrer, sagt, das ist meine Braugerste, schau mal, hier wird die abhackelt, da läuft ein Bier raus, das sieh ich schon, was das für ein gutes Bier hat. Ja, hat der Pfarrer gesagt, ah, aber der Herr hat schon auch das seine dazu getan. Ja, sagt der Freilich. Hat der Rasier das ganz klar. Und dann ist weitergegangen, weil schau, das ist mein Wort, sagt, der steht da wie eine Bürsten, nichts Brauns, nichts, da kommt ein Brot, das ist eine wahre Freude. Ja, der Pfarrer gesagt, aber der Herr hat schon auch seines dazu getan, dass er so ein schöner Wortsohn ist. Der Bauer war dann schon ein bisschen angenervt, dann haben sie an einer Stilllegung vorbeigekommen, wo er stillgelegt gehabt hat, Mords, Unkraut umeinander, kreuz und quer, ein Haufen Stauden und Gras und Zeug war drin und hat der Pfarrer gesagt, ja, um Gottes Willen, was ist denn da passiert, wie schaut denn das Feld aus? Ja, und der Bauer gesagt, da wird ein Schäfer Lorbeergeln lassen. So, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen nur zur Verfügung.
umbauen. Okay, wir bauen ganz kurz um, dauert 2 Minuten und dann sehen wir uns hier vorne wieder. Sind noch welche da? Inzwischen. So, da sind wir wieder. Sie sehen, ich habe meine Lesebrille auf, weil die 50 rücken näher und es wird jeden Tag schlimmer. Also ohne Brille kann ich nichts mehr lesen und jetzt haben wir viele Fragen gekriegt. Erstmal herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Also eine Hülle und Fülle an Themen. Ich habe bereits im Vorspann, habe ich von der Cornelia und vom Wolfgang Korseska Fragen geschickt bekommen. Die beiden haben gesagt, sie kommen nicht her, sondern schauen sich das Ganze an von zu Hause aus, im Livestream. Jetzt werde ich mal die Fragen, die sehr umfassend sind, werde ich mal nacheinander abarbeiten. Also, die Hauptfragen wären: Die erste, wenn wir im Landkreis Ebersberg unterwegs sind, sieht man zunehmend nur noch Maisfelder. Wie passt das zu nachhaltiger Landwirtschaft? Ja, es ist, das ist gefühlt so, ist nicht ganz richtig, muss man also sagen. Und zwar gerade bei uns im Landkreis Ebersberg ist es so, dass wir gerade in der Ehe von Vaterstetten droben ja vor 30 Jahren, 20 Jahren massivst Bullenmast gehabt hat. Also da sind auch die ganzen Brennereien da gewesen, hat man überall Schlempi fahren müssen. Bei uns in Ebersberg ist es tatsächlich so, im Landkreis Ebersberg, dass sich die Maisfläche kaum verändert hat. Hat sich verändert, ist gar keine Frage, aber nicht in dem Umfang, als wie es woanders war, wie man es sieht. Weil hier viele Flächen weggefallen sind und sicher in anderen Teilen dazugekommen sind, gerade da, wo Biogasanlagen sind. Mhm. Ich persönlich... Wo Kartoffeln weggefallen sind, das war ja auch noch so. Früher waren ja Brennereien da, früher waren Pfanne da. Da sind Kartoffeln. Also Kartoffel ist schon wenig bei uns. Ist wenig muss geworden. Man schon sagen, ja. Früher war das gang und gäbe. Ja. Auf jeder Bau hat da. Und das Zweite war, alle Brennereilandwirte haben ja dann die Schlempe abnehmen müssen und haben dann noch Mais dazu gebraucht, dass das Futter auch passt hat. Aber das ist auch weggefallen. Also hier ist viel weniger geworden. Und ich persönlich sage ganz offen, ich glaube, dass der Mais zu Unrecht verteufelt wird. Der Mais selber ist ein tolle Pflanze, das muss ich wirklich so sagen,
verbraucht auch relativ wenig Pflanzenschutzmittel, überhaupt keine Insektizide das zweite und hat halt sehr hohe Erträge und schlägt gerade von der CO2-Verwertung alles. Aber zieht da nicht viel aus dem Boden raus, heißt doch immer. Nein, eigentlich nicht. Das liegt ja da mit der, ist dafür eigentlich bloß im Wechsel von 3 Jahren fruchtfolgemäßig Mais gebaut werden. Also nur bei stark humosen Böden darf öfter gebaut werden, weil sonst muss die Fruchtfolge eingehalten werden. Es ist sicher ein Problem bei Hanglagen, wo also die Erosionen sind, also wo es runter. Also, aber das liegt auch am Wetter, muss ich sagen. Ich habe bei mir einen Acker, das weiß ich als Kind, da sind Kartoffeln gebaut worden, da sind Futterrüben gebaut worden, also Reinfrüchte. Mhm. Da habe ich auch Mais gesät. Das Mais sehe ich da schon seit 10 Jahren nicht mehr. Weil das einfach nicht mehr geht, weil der Acker einfach davon schwimmt. Das muss man ganz klar so sehen. Das ist eine ganz schwierige Frage. Und ich mache ja die Sylphi. Das ist auch eine Reinfrucht, ist auch eine Monokultur, weil die ja 10, 15 Jahre steht. Blüht sehr schön, für die Bienen ist das top. Aber es ist auch eine Reinfrucht, also ich würde es mir am Hang auch nicht hinsehen. Okay. Ja. Also ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. Es kommen noch mehr Fragen von der Familie Korseska. Die haben sich sehr gut vorbereitet. Die zweite Frage ist, warum orientieren sich die EU-Zuschüsse zum Großteil immer noch an der zu bearbeitenden Fläche? Haben wir ja auch gehabt. Damit werden die großen Landwirtschafts- und Industriebetriebe gefördert, die inzwischen zum Teil Konzernen gehören. Wo bleibt noch der kleine Bauer und die ländliche Struktur in Bayern? Haben wir schon ein Stück weit gehabt, aber kann man da vielleicht noch was dazu sagen? Das ist sehr richtig. Das ist ein Problem. Und zwar, die EU hat mittlerweile 27 Länder. Die Struktur, wie es bei uns in Deutschland und gerade in Bayern ist, ist eine der kleinsten Strukturen, also wo die Betriebe am kleinsten sind. Es gibt noch kleinere. Es gibt noch kleinere, ja. Da, wo ich herkomme, ist es noch kleiner. Ja, ist so. Ja. Oder wenn es in Kreta oder in einer Cityhohe mit rum sind, das ist auch ganz klar. Aber trotzdem, aber die überwiegendste Teil der Länder haben wesentlich größere Betriebe als wir bei uns in Deutschland. Ja, okay. Und da muss halt eine gewisse Einigkeit zusammen und die bringen es anscheinend nicht zusammen. Okay. Aber ich hoffe auch, ich glaube, ich habe es in meinem Vortrag auch gesagt, dass man jetzt da eine Regelung findet, dass gerade kleinere Bauern mit erschwerten Bedingungen, mit Hecken, mit kleinen Flächen und so weiter, was man ja will, dass die da bessere Förderung kriegen. Also das wäre sehr zu begrüßen. Ja, okay. Hoffe, das ist auch ausreichend beantwortet. Dann kommt die nächste Frage. Auch früher wurden Felder mit Mist und Odel gedüngt. Heute sieht man jedoch Güllewägen mit bis zu 25.000 Liter über Felder und Wiesen fahren, die in kürzester Zeit schon wieder leer sind und nachgetankt werden. Kann man die Gülle nicht zur Energie verwenden, anstatt die Felder zu überdüngen? Was wir ja vorhin schon erklärt bekommen haben, was ja nicht so ist. Und langfristig unser Grundwasser zu schädigen. Ja, das ist eine gute Idee. Das muss man aber so sehen. Bei der Gülle ist die Problematik, also ich habe ja eine ganze Reihe von Biogasanlagen gebaut, auch bei uns im Landkreis. Und gerade in Grafing verwertet also fast 40% des Futters als Gülle. Mhm. Gülle und Mist, aber übrigens Gülle. Das Problem ist bei der Gülle, dass die heute zu 95% oder zu 93% aus Wasser besteht. Mhm. Die Trockenmasseanteil ist irgendwo zwischen 6 und 9%, also die fahren also überwiegend Wasser umeinander und die Energie ist ja bloß in der im Wasser selber ist ja die Energie nicht drin, sondern gerade in der Trockenmasse. Und das ist halt eine ganz schwierige Rechnung, das zu machen. Ich sehe es bei unserer Biogasanlage in Grafing, man fährt das mit den Tankzügen von den Landwirten weg zur Biogasanlage hin und wird dann auch von den Tankzügen wieder ausgebracht, weil der Gärrest, der wieder zurück muss, das ist ja von der Nährstoffseite her perpetuum mobile. Also das ist ja nicht so, dass dann, wenn die Energie draußen ist, also wenn man Wärme und Strom gemacht hat, dass dann die Nährstoffe weg sind, die bleiben ja noch erhalten. Mhm. Und das ist eigentlich der Vorteil, den man auch so sehen kann. Aber man muss, und das ist ja jetzt in der Düngeverordnung schon stark so geregelt, dass also wirklich bloß das ausgebracht werden darf, was tatsächlich auch verwertet werden kann. Mhm. Okay. Dann haben wir noch eine Frage.
Wir befürchten, dass durch die heute exzessive landwirtschaftliche Nutzung der nächsten und übernächsten Generation von Landwirten Probleme aufgeladen werden, die die dann nicht mehr lösen können. Was sagen Sie dazu? Ja, ich sehe es eigentlich nicht so, das muss ich auch ganz klar sagen. Ich glaube, dass man, oder nehmen Sie mal, wenn ich den ersten Traktor, den ich gekauft habe, den haben Sie mir gesagt, das ist ein Teerschneiderreifen, das ist eine so schöne Bereifung gewesen, da war der Bodendruck ein ganz anderer, wo man es nicht glaubt, dass wir mit einem Kühlefass mit solchen Bereifungen unter Umständen mit drei Achsen, da fahren Sie drüber, da merken Sie am Boden kaum eine Spur, das muss man wirklich so sagen. Und mir hat auch viel gelernt. Ich denke, dass der Bauer ja vom Boden lebt und in der Regel gehört er ihm ja auch. Oder der Verpächter, wenn er was gebracht hat, der schaut auch drauf, dass da ja nichts kaputt gemacht wird. Mhm. Also ich denke, das ist ja sein Handwerkszeug, das er hat und von dem er lebt. Also wenn jemand ein Interesse hat, dass der Bodenstruktur intakt bleibt, dann ist es der Bauer oder der Besitzer selber. Und ich habe da also nicht die großen Bedenken. Ich glaube, dass man da schon viel gelernt hat, das muss man auch sagen, ja, dass man diese Erosionen, die es so auch schon gegeben hat, dass das ist alles unterbunden worden, weil die selber gesagt haben, ja, was habe ich davon, wenn ich tonnenweise den Humus dann herunten habe und oben ist nichts mehr da, das wächst da. Okay, gut, dann hätten wir die Fragen von der Familie Korseska abgearbeitet. Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Im Live-Chat, der Horst Dingelbach hat gefragt, Sie sagten eingangs, dass in Amfing mittlerweile der einzige Putenschlachthof im Umkreis von 500 Kilometer ist. Woran liegt das? Warum wurden die anderen Betriebe geschlossen? Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Es geht schon mal los. Also ich war jetzt einmal drunten bei meinem Nachfolger und weil ich mal besucht habe. Und da hat er mir erzählt, sie wollten eigentlich in der Oberpfalz einen Schlachthof bauen. Mhm. Aber er hat gesagt, er hat ad acta gelegt, weil es schlicht und ergreifend nicht machbar ist. Wir haben es in Anfang war es auch so, wir haben da gleich also eine Bürgerinitiative gegeben und auch einen Bürgerentscheid, der Gott sei Dank also mit irgendwo über 50% zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Aber es ist ganz einfach so, dass die Verarbeitungsbetriebe, die wollen sich nicht die Hände schmutzig machen und Tiere schlachten. Es war damals auch so, ich habe zu unseren Bauern gesagt, wenn ihr weiterhin Tiere halten wollt, dann braucht ihr eine Stelle, wo die Tiere vom Leben in den Tod befördert werden. Es ist einfach mal so. Man muss das wirklich so schonen machen, wie es irgendwie geht. Und wenn das nicht mehr da ist, dann müsst ihr zusperren. Und das ist genau das Problem. Mhm. Also in Baden-Württemberg, da war ja die größte Schlachterei da überhaupt. Und die hat sich nicht aufgehört, die ist zugesperrt worden. Die Tiere aus Baden-Württemberg kommen auch nach Ampfing, die kommen zum Teil nach Nordrhein-Westfalen rauf und Niedersachsen. Also das ist für mich ein Ding der Möglichkeit. Mhm. Wir haben das damals gebaut, für uns waren 4 Stunden Transportzeit war das Maximum. Mhm. Also mehr wollten wir nicht, aber das können die halt nicht mehr einhalten. Und sie bringen es nicht mehr auf die Reihe, was Neues zu bauen. Und jeder isst Putenfleisch. Und deshalb ist es auch so, dass so eine wie Tönnies zum Beispiel so groß werden, die hat einen Standort und den weitet er halt immer weiter aus, weil es rundherum auch alle aufhören. Weil es auch die Auflagen so hoch sind, dass es eigentlich keiner mehr machen will. Da könnte ich Ihnen jetzt eine Stunde erzählen, wie sowas abläuft. Mhm. Wir haben so viele Selbstvermarkter gehabt, die wirklich tolle, aber da ist auch, die ist wirklich von der Hygiene her sämtliche Prügel unter die Füße geschmissen worden, was noch gerade gegangen ist. Nur mal so sagen. Okay. Es ist schade, aber das ist so. Das ist beim Rind und Schwein ist es ähnlich. Die sperren reihenweise zu. Wir haben da, es ist fast nichts mehr da. Nehmen wir es gerade einmal, weil wir ja gerade in der Nähe sind. Hühner, wie ist das mit Hühnern? Hähnchen ist eigentlich bloß noch eine da in Straubing-Bogen. Wahnsinn. Das ist Wiesenhof, da kann man ja sagen, weil das ist. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist wirklich ein Problem, muss man sagen. Also quasi Zentralisierung von allem Möglichen in dieser Branche. Die Schlachthof München wollte ja rausgehen, die wollten in Aschheim bauen, das ist auch gleich torpediert worden. Geht gar kein Weg nicht hin. Und wenn nichts mehr da ist, müssen die Tiere weiter gefahren werden. Und es ist halt einfach mal so, dass man Gras braucht, Rindvieh, wir können nicht alles an Pferde verfüttern, aber das braucht der Rindvieh oder und die Rindvieher müssen dann, weil sonst frisst nichts ein Gras und wir kennen eigentlich mit Gras, können wir auch in der menschlichen Ernährung nicht viel anfangen. Mhm.
Ja. Ich bin ein bisschen zwusi, aber dann war es eigentlich. Okay. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Weil ich sehe jetzt gerade im Live-Chat keine Frage mehr. Ja, ich hätte eine Frage. Sie haben in Ihrem Vortrag über unsinnige Gesetze gesprochen und haben auch einige angeführt. Warum sind die Landwirte im Gesetzgebungsverfahren so schlecht vertreten? Es gibt auch einen Bauernverband, es gibt Landwirtschaftsministerium und. Warum funktioniert das nicht? Ich wiederhole nochmal kurz die Frage, damit es auch, also das sind die Mikros ja für einen Livestream. Also warum ist die Frage, sind die Bauern bei der Gesetzgebung, in Gesetzgebungsverfahren so schlecht vertreten? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe es heute auch schon mal ein bisschen angesprochen. Es ist immer ein Problem mit der Einigkeit. Zwischen den Bauern, ja. So bedauerlich das ist, also, aber ich habe das gehört von dem runden Tisch, den es da gegeben hat zu dem Artenschutzgesetz. Da hat es ja einen runden Tisch gegeben. Und da sind ja verschiedene bäuerliche Organisationen dabei gesessen. Und ich habe das von vielen gehört, es war einfach so, dass da vier Bauern, vier Meinungen waren. Und das, ich habe es auch heute angesprochen, das ist wirklich ein ganz großes Problem. Ich weiß aber nicht, wie man es lösen kann. Ich sage dann ganz offen, ich mache das seit 40 Jahren, bin ich in dem Geschäft tätig, wo ich mit Bauern zusammenarbeite. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil es auch, muss man einmal sagen, das ist auch ein bisschen der Charme auch für die Bauern. Das sind ja lauter selbstständige Unternehmer. Mhm. Das ist ja nicht so, dass vielleicht die Frau, die noch sagt, Freund, also so geht's, da geht's lang. Aber sonst ist eigentlich da niemand da, der in dem eigenen Betrieb spricht. Und deswegen sind es auch viele Individualisten. Viele treffen auch, also nicht so wie bei einem großen Betrieb, wo man der Chef sagt, jetzt machen wir das so. Und auch jeder hat da seine Meinung. Und auch jeder hat seine eigene Struktur seines Betriebes. Der sieht zuerst einmal, wie geht das denn aus für mich als Milchviehbetrieb. Mhm. Der Schweinemesser sagt, wie schaut das aus für mich als Schweinemesser. Und das ist ein Problem, das es eigentlich nicht geben dürfte. Das sage ich auch ganz klipp und klar. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass viele nicht mehr beim Bauernverband dabei sind. Die haben sich jetzt, weil sie auch frustriert waren und gesagt, das geht mir zu wenig. Aber ich glaube, die Leute sind alle guten Willens. Aber es ist halt auch, muss man es auch sagen, in der Politik muss man es so sehen. Die Bauern sind jetzt vielleicht nur 1 oder 2% der Bevölkerung, mehr sind es nicht mehr. Und deshalb werden sie auch als Wähler nicht mehr so wahrgenommen, wie sie es gern hätten oder wie es früher schon mal war. Ja. Kein Stimmfilm mehr, ja. Ja. Um beim Fachthema zu bleiben, oder? Nehmen Sie nur das Artenschutzgesetz. Das sage ich Ihnen ganz klipp und klar. Das war aus meiner Sicht eine ganz klare Abwägung, wo kriege ich Stimmen und wo kriege ich die. Ja. Und zum Schluss bei der und was passiert, wenn ich mich jetzt dagegen stelle? Ja. Rein vom Logischen, was wir eigentlich machen hätten müssen, ist nicht gemacht worden. Ich sage ja nicht, dass man das Gesetz, das hätte man wirklich verbessern können, hätte man wirklich viel machen können. Aber es ist so, ist ein absoluter Unsinn. Das sage ich jetzt so, wie ich mir denke. Das ist schade. Ich habe eine Frage, und zwar betrifft es die Ausbildung der Bauern. Wenn man jetzt den Blick in die Zukunft richtet, dann muss der Bauer Betriebswirtschaftler, Volkswirtschaftler, Informatiker, Maschinenbauingenieur. Jetzt rede ich noch gar nicht von Tierhaltung und von Pflanzendüngung. Und das ist ja ein Riesenthema. Ist so. Wer ist da für die Ausbildung verantwortlich und was wird getan, damit man eine Ausbildung, die, sagen wir mal, die Zukunft sichert, dass die gewährleistet ist? Die Frage, ich muss die kurz wiederholen, damit es gehört wird. Oder wurde es gehört? Gut, es wurde gehört. Also ich glaube, dass die Landwirte, wenn ich jetzt den Status heute sehe, noch nie so gut ausgebildet waren, wie sie jetzt sind. Die Anforderungen waren aber auch noch nie so. Ja, das, da gibt es. Ich bin auf dem Bauerndorf aufgewachsen, ja. Ich habe mich auf dem Bulldog gesetzt, als Kind und bin gefahren. Wenn ich mich heute auf dem Bulldog setze, geht es nicht mehr. Ja, genau. Kenne ich. Das ist halt so. Aber wirklich die Ausbildung selber, muss man sagen, ist finde ich, schon exzellent. Das heißt, wir haben so viele Agraringenieure, Techniker, die Schulen sind schon alle da. Was man jetzt sieht, es wird halt immer mehr, weil es immer weniger Leute werden immer mehr Schulen zugesperrt. Mhm.
Wir haben sogar schon, zu meiner Zeit hat es eine landwirtschaftliche Berufsschule gegeben in Grafing. Ja, das, die gibt es schon seit Jahrzehnten mit dem Landwirtschaftsschulen. Wir waren von Haufen Leute und wir schön war es. War richtig schön, wie man das gemacht hat. Aber nachdem es immer weniger werden, wie gesagt, bei uns im Dorf 42 Vollerwerbsbetriebe und dann bloß nur 6, da wächst da nichts mehr nach. Mhm. Aber die da sind, haben aus meiner Sicht zumindest eine beste Ausbildung. Mhm. Und die brauchen es auch. Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben halt auch fit, wenn sie sich den Traktor anschauen oder was da drauf. Wie ich jetzt gerade sage, da musst du ein Computerspezialist sein, dass du das noch richtig hinkriegst. Und zum Teil fährt er auch von selber. Und die da vorne ja schon die Kinder mit 10, 11 Jahren, was du sagst, auf dem Acker mit das. Ich stehe dann auch da mal da vom aber das ist ja dann mal so, wenn man älter wird, mein Sohn, der weiß da wesentlich mehr, als wie ich weiß. Aber an der Ausbildung, glaube ich, liegt es nicht. Da bin ich mit der festen Überzeugung. Ich habe noch eine Frage aus dem Live-Chat, und zwar der Horst Dinkelbach hat nochmal gefragt, würde eine Reduktion des Fleischkonsums und ein im Gegenzug erhöhter Konsum vegetarischer Erzeugnisse die Situation der Landwirte verbessern, zum Beispiel, wenn dadurch weniger Gülle ausgebracht werden müsste? Ja, mag durchaus so sein. Aber ich sage es nochmal, was macht man in Berchtesgaden, in Miesbach, was tun die mit dem ganzen Grünland? Was macht man da? Das ist schon ein Thema, ist ja auch etwas, was Heimat ausmacht, was unser Bayern so schön macht. Ich bedauere es zutiefst, dass das so zurückgegangen ist, dass ausgetrieben wird, dass die Rinder auf der Weide waren und so weiter. Aber wenn es halt einfach hinten und vorne nicht mehr reicht, dann ist es halt ein Problem. Wir müssen halt in Bayern einfach schauen, dass man. Meine Frau ist zum Beispiel, kann ich auch sagen, meine Frau ist auch Vegetarier, ja. Und trotzdem kriege ich mein Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie es das macht, aber das funktioniert. Aber das allein rettet jetzt nicht, das muss man ganz klar so sagen, weil halt einfach große Teile unserer, und das muss man auch ganz klar so sagen, auch ein reiner Ackerbaubetrieb, ohne dass irgendeine Düngung hinten nachkommt, funktioniert nicht. Ja. Auch der Biobetrieb, in der Regel muss der Biobetrieb dann entweder mit extremer Fruchtfolge, aber ein reiner, vieloser Biobetrieb ist äußerst schwierig zum Führen. In der Regel braucht man da einfach Tiere, weil man schlicht und ergreifend die Exkremente als Düngung braucht. Ja gut, ich meine, jetzt gehen wir mal ein bisschen romantisch mit Blick zurück. Früher war halt, auf kleinen Betrieben war halt auch alles da. Ja, also man konnte ja sozusagen gar nicht anders überleben, als dass man so ungefähr alles Mögliche hatte, also Tiere, Pflanzen und so weiter. Das war ja so. Aber was mich jetzt nochmal als Pädagoge interessieren würde, wer lernt denn eigentlich noch Landwirt? Also wer ist es? Also, wenn ich jetzt aus dem eigenen Hof heraus einen Nachwuchs habe, klar, kann ich mir das vorstellen, aber gibt es noch Leute, die von außen den Beruf doch ergreifen? Doch, ja? Genügend. Also, eigentlich viele. Also mehr von außen kommen als von innen. Ja, mittlerweile schon. Ja. Das ist, zum Teil ist es so, dass halt, das mache ich jetzt mal, weil viele wissen ja nicht, was normal Abitur machen. Ja. Das ist Agrarwissenschaften ist ja auch ein. Ich meine, der Beruf an sich ist ja ein Traum. Ich kann das immer nur wieder so sagen. Mein Lebtag lang bin ich ins Büro gegangen oder bin in die Arbeit gegangen. Ich habe das immer nebenbei gemacht. Aber jetzt bin ich schon mehr drin. Das ist eigentlich sehr. Ich weiß abends, was ich getan habe. Ja. Ich sehe und ich bin müde, weil ich was gearbeitet habe. Verstehst? Vorher, wenn du bist vom Büro, dann warst du zwar fix und fertig, aber ganz anders müde, als wenn man den ganzen Tag was gemacht hat. Herr Lechner, ich kenne das, ich mache das jeden Tag. und das ist auch anstrengend, das weiß ich schon. Und das ist, mir ist der eigene Herr. Und das eigentlich, wenn ich sage, okay, ich fahre jetzt heute nach Rosenheim oder nach München zum Einkaufen, dann fahre ich halt. Wenn ich es meine, das war jetzt nicht so leicht, weil sie dann auch schauen müssen, wie bringe ich es denn dann hin. Ja, also diese Freiheit muss man schon auch sehen, sollte man auch sehen und muss man sich auch gönnen. Man muss nicht als Landwirt, also ich plädiere sehr für den Beruf. Und es ist schon so, dass gerade Junge, also ich kann in meinem Bekanntenkreis auch, wenn ich viel die Kinder so sehe, wie heiß die sind, da mit dem Traktor zu fahren, wie die da mit 13, 14 Jahren,
Das ist ja ein Traum für die. Und wenn man dann so schaut, ich erschrecke jetzt mal wieder mit der Grafik, da fährt ein Riesentraktor und siehst fast niemanden drauf, der den Ding fährt, weil eigentlich da vielleicht 16-Jährige dann das machen. Aber das sind viele dabei, die mit Begeisterung das machen. Ja, und wenn jetzt, also nochmal aus Interesse, wenn einer jetzt von außen reinkommt und lernt Landwirt, also es gibt ja die verschiedensten Stufen, also wenn das jetzt studiert in Weinstephan oder so, kann ja auch sein. Oh. Und wo arbeitet der dann? Also, sag ich mir gleich, meine Frau zum Beispiel, sag's immer so, ich habe meine Frau kennengelernt über eine Anzeige, war in dem Fall eine Stellenanzeige. Ach so, so ist das jetzt wieder. Ein paar Stellenanzeigen, wir haben ja Vollintegration gehabt, wir haben ja die ganzen Küken eingekauft und das ganze Ding und bis hin zur Schlachterei Vermarktung und meine Frau war halt zuständig für die Qualitätssicherung. Ah, okay. Sowas machen zum Beispiel ein Kreiningenieur, die hat dann die ISO eingeführt bei den Bauern, haben die ganzen Regelungen gemacht, die ganze Qualitätsüberwachung, die ganzen Betriebe geschaut und man, das ISO war schwierig, das gibt es sonst ja nirgends, in der Milchviehwirtschaft gibt es das nicht, aber bei uns hat es das gegeben. Wir haben gesagt, wir produzieren Lebensmittel, also möchten wir auch die entsprechenden Normen erfüllen. Mhm. Dann haben wir gesagt, ISO heißt Idioten sammeln Ordner. Aber gut, das ist halt auch ein bisschen ein Problem, ist auch noch, dass wenn du einen Bauern einen Kugelschreiber hinlegst und einen Schraubenschlüssel, in der Regel greift er zum Schraubenschlüssel. Aber das ändert sich jetzt mittlerweile, das muss man auch sagen. Ja, es wird immer auch gezwungenermaßen zum Teil, dass man wirklich mehr betriebswirtschaftlich denkt und das muss man auch so sehen. Das ist ja, wir waren mit der Volkshochschule auch schon jetzt bei einem kleinen Milchviehbetrieb das ist jetzt schon 2 oder 3 oder 4 Semester sogar her, am Tegernsee unten. Und die hat nicht viel Vieh und hat uns da gezeigt, also diesen Biobetrieb, und liefert dem Tegernseer Land zu. Ja. Also es ist der Wahnsinn. Also erstmal hat die da eine Computeranlage drinstehen, was da alles, also ohne Witz, was da alles überwacht wird. Und dann muss die das 2-mal am Tag melden. Ja. So. Und also die macht das mit Leidenschaft und alles schön und gut, aber also sie hat gesagt, sie kann einmal im Jahr weg, und das ist eine Woche mit ihren Kolleginnen, also mit den umliegenden Bäuerinnen, machen sie einmal in der Woche, einmal im Jahr machen sie eine Mädelswoche. Das muss man halt auch mögen. Ja, ja. Das muss man schon auch mögen. Aber es ist, also ich finde es einen faszinierenden Beruf und finde es toll, dass es immer noch gemacht wird. Ja. Jetzt sehe ich keine Fragen mehr. Gibt es noch Fragen von hier? Muss auch nicht sein. Also nicht, dass jetzt jeder zwanghaft überlegt, ja, weil von der Zeit her wären wir gerade recht. Also ich muss sagen, dass wir das Thema Landwirtschaft auch wieder im nächsten Semester haben. Da ist der Herr Lechner auch wieder dabei. Dann werden wir hoffentlich wieder mit Publikum, mit mehr Publikum, wir haben ja heute auch Gäste hier, das Ganze machen können. Und zwar habe ich mir da vorgestellt, dass wir das Thema machen Zukunft der Landwirtschaft, weil das nächste Semesterthema der Volkshochschule ist Zukunft. Wir werden nämlich nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und da wollen wir nicht nur zurückblicken in die Vergangenheit, wie toll wir waren in den letzten 50 Jahren, sondern auch, wo es die nächsten 50 Jahre hingehen könnte. Und da greifen wir auch wieder das Thema Landwirtschaft auf. Der Herr Lechner hat sofort zugesagt. Und es werden auch, eben habe ich es angesprochen, aus Weinstephan, 3 oder 4 Professoren hier sein, die mit uns diskutieren. Also es wird dann eine hochkarätige Veranstaltung. Finden Sie alles im nächsten Semesterprogramm. Und ich hoffe, dass Sie dann auch wieder hier als Zuschauer sind, ganz, ganz viele. Oder wenn es dann noch diese seltsamen Bedingungen sind, dann uns wieder zuschauen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich sage auch vielen Dank auch an alle, die zu Hause da mitgemacht haben und bis zum Schluss dabei. Ich hoffe, dass die Witz noch nicht kennt haben und dass wir sagen, okay, sonst war es ein Schwan, aber ein paar gute Witz haben wir gehört. Ist jetzt für immer auf YouTube, ja, man kann sich das immer wieder anschauen und herzlich lachen. Ja. Danke auch nochmal an die Technik, den Maxi, der das heute Abend alleine stemmen musste, weil der Kollege kurzfristig verhindert war. Danke dafür. Morgen Abend haben Sie auch nicht frei, weil morgen Abend um 19 Uhr sind wir wieder hier und senden. Morgen kommt der Leo Spitzauer, der erste Bürgermeister von Vaterstetten, der neue Junge. Und wir werden uns zwanglos unterhalten. Die Reihe heißt Politik zum Anfassen. Es war bisher der Landrat dran, der hier saß. Dann waren wir in Anzing bei der Katrin Alte, die habe ich interviewt. Und morgen ist eben der Leo Spitzauer dran. Und ja, ich bin schon ganz gespannt drauf. Die Fragen hat er schon, dass er sich ein bisschen vorbereiten kann. Und dann sind wir morgen Abend um 19 Uhr wieder hier.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie das Beste draus und bis bald. Ja. Sag mal, Herr Raust.